19 und LS19 meine ich, Entschuldigung, habe ich mir ein bisschen versehen. Also zum LS19 auf jeden Fall, das sind die ersten Bilder so gesagt. Ja, gut, fängt man gut an, fängt man einfach gut an. Ja, ich quatsche nicht lang um den heißen Brei, ich möchte ein kleines Infovideo geben und zwar ein kleines Statement. Ihr hattet ja gesehen, dass ich vor kurzem Spider-Man hochgeladen hatte, das aber nicht mehr funktioniert, da ich zurzeit wenig Zeit habe, wegen allen drum und dran privaten Gründen. Ihr kennt es ja. Ja, und ich wollte einfach erwähnen, dass es weitergehen wird wieder mit Hobbybauern. Und zwar ab dem 1. Dezember werden wir hier wieder aufnehmen auf dem Kanal. Natürlich Steve dabei und noch jemand anderes, Tobi auf jeden Fall. Der wird auch noch dabei sein und wir werden dann mal sehen, wie das wird. Auf jeden Fall werden wir dann keinen erstellten Hof machen. Und ja, es wird auf jeden Fall aus drei Perspektiven sein. Schätze ich mal aus Tobis Sicht, aus Steves Sicht und natürlich meiner Sicht. Das ist ja ganz klar. Ja, dann will ich natürlich, wir gehen jetzt Samstag auch auf Weihnachten zu, Samstag, also will ich mir auch da was planen. Und zwar wird es auf meinem Instagram-Kanal wieder eine kleine Advents-Sache geben. Den Instagram-Kanal werde ich auch diesmal verlinken, diesmal. Der müsste eigentlich schon drin sein, das gucke ich, sonst mache ich das noch später. Auf jeden Fall wird es da eine kleine Sache dazu geben. Ja, und das auf jeden Fall ein Winterprojekt wird auf jeden Fall folgen. Ich hoffe, die werden bald den Season-Mod wieder in den LS19 reintun. Ich würde mich sehr darum freuen, wenn das bald ein Modder machen würde. Also wer das hört, bitte den Season-Mod gerne in den LS19 kommunizieren. Ich hab, ich gebe zu, der LS19 ist erst 4 Tage alt, ist ja klar. Aber ich wünsche, der kommt noch vor Weihnachten, weil das wäre mega cool und so. Das wird auch auf der Grafik auch ziemlich sein. Ja, ich möchte auch ein kleines Fazit gleich zum S19 sagen. Ich muss sagen, ich habe das Spiel jetzt gut, ja, ich habe seit Mittwoch schon angezockt. Also Dienstag habe ich es ja gekriegt. Und seit, ja, Mittwoch spiele ich jetzt richtig. Und ich muss sagen, der S19 gefällt mir sehr gut. Vor allem auch die Grafik, das kann ich auch sehr gut zeigen. Auch der Abnutzungsmodell. Wahnsinn, muss ich sagen. Vor allem hier auch der 1000er. Den haben sie ein bisschen anders gemacht. Das hat man gemerkt, man ist... 17 war er noch ganz anders und ja, man sieht das auf jeden Fall. Auf jeden Fall, die Map, die ihr jetzt seht, wird nicht für den Hobbybauern genutzt. Das ist meine eigene private Map, die benutze ich ein bisschen zurzeit, um einfach ein bisschen erstmal reinzukommen ins Spiel und so. Auf jeden Fall ist einiges anders als LS17, das muss ich ganz sagen, das ist mir auch gut aufgefallen. Aber auf jeden Fall positive Sachen, vor allem man kann den Hof jetzt erstellen, die Missionen machen richtig Spaß und so. Also ist echt cool gemacht. Aber wie gesagt, ein Fazitvideo werde ich vielleicht noch machen, auf jeden Fall auch in den Hobbybauern-Let's Play. Werden wir einige Themen wieder ansprechen und zwar hätte ich da ein paar gute Themen, die aber zum 1. Dezember, das ist auf jeden Fall, ja, wie es wird. Ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall mit Hobbybauern weitergehen. Nur zur Info, es wird eine ganz, ganz neue Staffel, es wird keine Staffel 3, die zweite Staffel, wollen wir gleich reden. Die erste Staffel war schon in Ordnung. Und es wird auf jeden Fall eine ganz neue Staffel, weil es auch ein neuer LS-Teil ist, ist ja ganz klar. Ja, das war's dann auf jeden Fall von mir. Ja, gut, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Die Seite, ja, gut, andere Themen werden auf jeden Fall noch angequatscht und so. Das auf jeden Fall zum Ganzen. Auf jeden Fall wird ein Winterprojekt folgen. LS19 wird hier auf jeden Fall auf dem Kanal gespielt. Spider-Man wird auf jeden Fall auch noch weitergehen. Das werde ich auch jetzt so machen. Das kann ich auch ganz kurz erklären. Und zwar wird LS19 zweitägig kommen, ist ja klar, und dazwischen kommt dann Spider-Man. Dann ist der Kanal wieder voll ausgelastet und das möchte ich auf jeden Fall, weil jetzt so langsam geht es für mich aufs Ende hinzu. Ja, bei meinen anderen Sachen, privaten Gründen, werde ich nur irgendwann erklären, worum es geht. Auf jeden Fall, da habe ich dann jetzt bald ein bisschen wieder Luft dazwischen und dann klappt es auf jeden Fall. Wie gesagt, ich wollte auch nur sagen, wir können nur am Wochenende aufnehmen, weil in der Woche ist es komplett schlecht. Es geht einfach nicht und es ist nicht möglich. Das auf jeden Fall zum Ganzen. Falls einer fragt, wieso wir nicht auf Kommentare eingehen können. Wir können auf Kommentare eingehen. Das werde ich versuchen auf jeden Fall der Woche. Wenn nicht, bitte seid uns da nicht böse. Ja, ich glaube, jetzt habe ich schon zu viel gequatscht. Ich weiß gar nicht, wie lang dieses Video ist. Ist mir jetzt auch gerade völlig egal. Habe ich einfach spontan jetzt einfach gemacht. Ja, und ich glaube, das war's dann von mir. Und ja, wir sehen uns dann im LS19 wieder bei Hobbybauern Staffel 1.